Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part zum Strandhaus. Yay! Im letzten Part haben wir den Garten und dieses Stockwerk etwas fertiggestellt, also den Garten komplett fertiggestellt und das zweite Stockwerk gesichert, dass man von außen nicht reinkommt. Aber man kann von innen raus. Ja. Genau. Als nächstes wäre eigentlich dieses Stockwerk hier dran. Allerdings habe ich gerade keinen Plan, was wir hier einbauen können. Okay, Chunkbug. Allerdings müssen wir darauf achten, dass wir auch einen nicht unbedingt Dachboden haben, sondern eher ein Dach generell. Ich würde nämlich ganz gern hier ein Dach reinziehen. Wobei, ich mache das nicht mit Schwarzeichenholz. Allerdings brauche ich Grasblock. Zack. Brauche ich nämlich auch dafür. Ziehe das jetzt erstmal hier entlang. So. Muss nämlich darauf achten, dass ich nichts putt mache. Ansonsten haben wir ein Problem, wenn ich empfindliche Technik zum Beispiel zerstören sollte. So, deshalb ziehe ich hier jetzt erstmal einen äußeren Rahmen, um zu bestimmen, ob irgendwo Hindernisse sind, welche es zu zerstören gilt oder eben nicht. So. Ihr könnt es ja gerne vorspulen. Ich kann das ja leider nicht. Aber hey, warum eigentlich vorspulen, wenn man sich das auch anschauen kann? Ich schaue mir sowas meistens an, aber manchmal spule ich auch vor, wenn es zu langweilig wird. Sprichsthema. Also ich habe schon einige Gerüchte über die PS5 gehört. Ja, ich bin selten zwar ein PlayStation-Spieler, weil ich mehr am PC sitze. Aber das ist eigentlich egal. Weil wir nämlich. Nein. Weil ich nämlich. Wie heißt das Zeug? Tropenholz, ne? Das ist Tropenholz. Weil die PS5 kommt erst am Ende des Jahres raus, was ich irgendwie scheiße finde. Und andererseits finde ich es irgendwie dann doch nicht so scheiße. Ich weiß nicht. Ich kann mich irgendwie nicht so ganz entscheiden. Dschungel. 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 There's Jungle Wood. Ist eigentlich Jungle Blocks? Nein. Nee. Jungle Planks. Ja, da haben wir sie. Und schon haben wir ein potthässliches Dach. War das so abgemacht? Weiß nicht, das sieht irgendwie nicht so toll aus. Nein, 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 nein. Das ändern wir jetzt wieder ab. Zumindest dort an diesen Ecken. Ja, das passt ganz gut. Okay. Haben wir hier irgendwo Schäden? Ja, der Daylight Night Sensor ist kaputt. Das heißt, das hätte ich bedenken sollen. Ist der überhaupt angeschlossen? Nö, aber der ist angeschlossen. Aber der andere ist angeschlossen. Ne, falscher Block. Wo ist er denn? Ist hier. Das heißt, hier darf ich nichts machen. Gut, dass ich das weiß.
Das bedeutet dann aber auch, ja, dass wir Glas brauchen. Nein, nicht Scheiben, Glasblock will ich gerne haben, danke. Denn hier dürfen wir nichts machen, außer das Glas halt. Auch wenn das nicht so toll jetzt passen wird. So, zack. Hauen wir hier einfach zweimal Glas rein. Und dann machen wir folgendes: Wir nehmen die Koordinaten von eben, ziehen die einen Block hoch. Das heißt, aus 80 machen wir 81. So. 81. Und dann machen wir folgendes. Füll das mit Gras. Block und ersetze Luft. Air. Replace air. So. Und wie ihr seht, funktioniert das ausgezeichnet. Denn das wird jetzt so eine Art, ja, wie soll ich das sagen, so eine Art. Wir nehmen einfach mal ein bisschen Glas. Ich hier ganz gern Blue Glass. Oder Dark Blue Glass. Muss ich mal gucken, was ich persönlich schöner finde. So, was wollte ich sagen? Genau, das wird eine Dachterrasse. Und man soll natürlich nicht runterfallen von der Terrasse, aber eine Aussicht genießen können. So. Und deshalb bauen wir das hier so erstmal mit hellem Glas dahin. Einfach um zu gucken, ob das helle blaue Glas schön ist oder ob das dunkelblaue schöner ist. Ich bin mir da nämlich nicht so sicher, was da schöner von ist. Ja. Ich habe im letzten Part ja schon gesagt, wir werden jetzt nicht mehr viel Technik bauen. Einfach aus dem Grund, weil das Projekt fast zu Ende geht. Und ich habe gerade aktuell keinen Plan, was für ein neues Projekt ich machen möchte. Ich meine, ich habe ja einen Haufen Jump'n'Run-Zeugs gemacht. Vielleicht sowas. Vielleicht nur was mit Kämpfen. Ich weiß ja nicht. Muss ich noch überlegen. Aber Survival ist abgesetzt. Deshalb kommen jetzt auch keine Folgen mehr. Obwohl ich im letzten Part dieser Reihe gesagt habe, dass es nächstes Mal weitergeht. Entweder sage ich das nochmal in einem extra Video oder ich lasse es bleiben. Ich muss mal gucken. Weiß nicht. Irgendwie sieht das seltsam aus. Nee, das gefällt mir gar nicht. Nein, das gefällt mir nicht. Ich hätte gern Blue Stained Glass. Beziehungsweise, wie heißt es überhaupt? Stained Glass? Hilfe, Kopfhörer, Kabel. Stained Glass. Pain. Hä? Blue Stained Glass. Pain. Okay. Versuchen wir es trotzdem. Wo ist der Fill-Command? Der ist hier.
Dieses Replace machen wir später. Erstmal fill. Fill von hier bis. Bis hier hinten mit Blue. Schalke Box, Paint Glass, Pain. Und Replace. Command. Stopp mal, X. Also schön, dieser Block heißt Glass Pain. Blue State Glass Pain. Okay. Ach, Light. Okay, der füllt das mit diesem Block und lässt das mit Light, natürlich. Replace es mit Light Unterstrich Unterstrich das ist jetzt kaputt. Paint. Glass. Irgendwas stimmt nicht so ganz hier. Deshalb mache ich hier Paint Glass. Paint. Kopieren. Einfügen. Das müsste funktionieren oder auch nicht. Wie heißt das Zeug überhaupt? Das ist Light Blue Stained Glass Pain. Und das andere funktioniert jetzt nicht, weil keine Ahnung. Irgendwer ist da gerade laut. Das nervt. Light Blue Barrier ist Banner. Light Blue. Da ist es doch Light Blue Stained Glass Paint. Das Zeug will ich haben. So. Der Rest kann weg. So.
Ja. Müsste eigentlich funktionieren. Die Frage ist, warum ist es gerade nicht? Beziehungsweise, warum hier irgendwas davon steht, dass es nicht geht. Doch, es geht. Okay. Ja, doch, es gefällt mir so viel besser eigentlich. So, jetzt haben wir 15 Minuten damit verbracht, nicht wirklich viel zu machen, außer dieses Glas. Aber hey, warum eigentlich nicht? Ich finde das tatsächlich schöner. Aber gut, ich sage bis zum nächsten Part und ciao, Leute!